das wird Zeit für irgend. Also, Dogs ist eigentlich mal nicht so schwer, muss ich sagen. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und ich sollte mich nicht am Fuß haben, das tut ein bisschen weh. Lol. Seht ihr, das verstehe ich nicht. Wieso verschwinden hier die Gegner? Gut, mir so recht sein, aber. Wir haben irgendwie wieder eine. Komm her. Komm schon, schlag dreimal zu. Nur wenn, wenn er nach vorne haut, schlägt er einmal zu. Wenn er seitlich haut, also so einen Schwung macht. Boah, wie sieht doch den Gegner an. So, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Wieso trifft mich der schon wieder? Schon. Jetzt komm schon. Niemand will immer dein Schild her. So. Und da hat wir ein Gegenstand. Wurfmesser. So. Ich muss dem nur ausweichen und muss dann hinter den kommen. Dann ist der leicht. Aber wieso trifft mich der? Beweg dich halt. Kleiner Mieser. Ich glaube, der hält 8 Schläge das aus. 8 oder 9. 7 oder 8. Also ich habe dasselbe. Also, das wäre, wenn ich mal die Haltbarkeit irgendwie. Lol, das sind noch 13. Da muss ich danach rauf. So, das hätten wir jetzt alles. Jetzt kommt noch mal er hier. So, jetzt schlägt er wieder dreimal zu. Jetzt können wir euch. Die halten 4 aus. Ich will ihn einfach umrunden. Der hält 2 Schläge aus. Der Bogenschütze muss ich dann. Ist hier noch was? Hier kann ich aber nicht runter. Hier kann ich wahrscheinlich drüber springen, wenn ich möchte. Irgendwie. Sollte es nicht daneben haben, mein Freund. Ich sollte in der Ausdauer, ich muss unbedingt Ausdauer leveln. Sonst sieht es für mich bald schlecht aus, wenn ich irgendwann mal. Oh, Banditen. Ist wahrscheinlich schlecht, aber ist wahrscheinlich zeigen mal. Banditen, ja, ist viel schlechter. Ist halt. Ich könnte sie mal kurz anziehen, um zu zeigen, wie die ausschaut. Ich will sie mal selber sehen. Ich glaube, das war damals diese Kleriker. Ja, das war damals diese Klerikerhose, glaube ich. Und die Priester, wie die hießen. In Dark Souls 1. So kann ich mich halt viel schneller bewegen, aber. Ich weiß auch nicht. Ist nicht so meins. Lol, also ich doch schon. So, das und die Banditen-Oxt. Ich glaube, dass die schlechte ist als mein Breitschwert, aber. Lol. Ja, viel schlecht. Nein! Skalier mit 18. Nein, Skalier mit 18, ja. Wiegt 2 mehr, macht aber keinen Unterschied. Und hätte Fahrerkette, nein, hätte mehr Schaden, aber 18 Stärke. 2 ist Stärke noch. Vorsprungangriff. Aha. Wieso? Nein, ich will jetzt nicht sterben.
will nicht. Da kommt er. Die Mitte. Nicht schmeißen, das ist unfair. Ach, das war wohl ein Nachteil oder ein Fehler. Bäriger. Nochmal in Ruhe hier. Gut, dass die nicht bei One Hit kaputt geht, aber das wäre auch ziemlich unfair. Cool. Das ist der Handschuh in der Reparaturkit. Wo war denn der Bogenschütze hier? Hier. Ich hab doch Fallschaden? Nein. Hier haben wir noch eine Tür. Der kommt sowieso gleich. Also jetzt muss ich am Schaffen noch an der anderen Seite öffnen. Oder irgendwo hier einen Hebel. Lol, da lebt er noch. Ah, stimmt, 4 Hits. Hab ich vergessen. Tut mir leid, Gegner. Ah. Ah, ich kann. Ach, das ist das hier. Nee. Das will ich dann von unten machen, damit ich den einen schon mal runterlocken kann. Ja, das wird wahrscheinlich total gut klappen. Ich lock den anderen runter. Und werde mir dann. Und werde mir dann die anderen beiden vorknöpfen. Nein. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt den anderen in dem Haus holen. Nicht, dass der rausrennt. Das wollen wir ja nicht. Ist auch. Es war viel schwerer, die jetzt zum Runden dieses Mal. Da steht einer, den will ich aber noch nicht. Der kommt nicht. Da steht nicht in dem rechten Haus, steht noch. Lol. Komm ich hier rauf? Jetzt komm schon. Jetzt kommt der Hund nicht. Und er hier. Drei Stück willst du mich verarschen. Und? Ja, natürlich, jetzt laufen die alle zurück. Ich gebe dir mal einen mit. Nein. Das ist unfair. Schon. Finish! Ich dachte schon, wo ist denn der Hund? Das will ich jetzt auch mal versuchen. Ah! Warte mal, ich will mal was machen. Nachricht. Montierung. Kann man irgendwie hier sagen oder so? Illusion. Das ist nicht anders überlegen. Hilfe, gut hören jetzt. Das nächste. Kann ich wahrscheinlich nicht. Nicht technische Gradierung. Hinten. Okay. Dann. Dann. Sprechen. Keine Ahnung. Mal schauen, ob irgendjemand hier hinkommt. Und diesen Scheiß bewertet. Versucht der Hund die ganze Zeit. Der läuft wahrscheinlich die ganze Zeit gegen die Mauer. Aber da gehe ich nicht hin. Wahrscheinlich. Aha. Keine Ahnung, was das jetzt gebraucht hat. Hier kommen wir. Hier ist noch eine Tür. Die war aber nicht aufbekommen. Doch ich würde gerne diese Ebene säubern. Wieso lauft der? Wo lauft der hin? Wo laufen die hin? Komm schon. Nein, 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 nein. Das war so klar, dass ich wieder in den Scheiß sterben werde. Aber zumindest bin ich bei Gegnern gestorben, bei denen ich vorher nicht gestorben bin. Das ist auch mal was. Das ist schon irgendwie frustrierend irgendwie. Aber es hilft ja nicht.
Wir müssen ja weiterkommen. So. Ich darf hier der Gegner schon wieder. Und hier. Aua. Die hätte mich doch nicht getroffen. Nur weil der Scheißpfeil mich getroffen hat. Oh, mal was Neues. Weil warum gehen die immer durch Gegner durch diese Pfeile? Schaut, dass sie die Gegner treffen, aber keiner hat Schaden. Da macht das halt keinen Schaden mit Gegner, aber dass zumindest die Gegner als Fisch zu Objekten angesehen werden. Aber warum mache ich sowas? Boah, ich bin so schlau. Ich bin immer so. Ich könnte mir selbst eine geben. Was ist das? So, da bin ich wieder. Oh. Was hat der für eine scheiß Reichweite? Komm schon, was machst du da hinten? Jetzt habe ich schon alle beide Fläschchen. Sollte es nicht verpackt sein. So, nehme ich mir noch. Soll ich mit? Nein. Ich nehme mir erst den hier vor. Der Hund ist ganz komisch gelaufen. Ich muss wirklich mit allen vier treffen, weil sonst stirbt er nicht. So, jetzt wäre ich. Leute, ich habe einen Pfeil im Fuß. Ja, jetzt komm wahrscheinlich. Ja, ich dachte es mir. Kommst du? Wieso kann er angreifen, wenn ich ihn angreife? Das ist total unlogisch. Aber jetzt ist es zumindest. Ich sagte, wenn mich der durch irgendeinen Scheiß tötet. Aber dann. Das ist einfach ein Stein, das ist mir scheißegal. Ich will nicht schon wieder sterben. Mit den Estus-Flakon ist total behindert, dass man nur immer 5 hat. Lol. Du warst aber Trio. Das, oh nein, ich bin wieder dausfähig. Warum ausgerechnet dausfähig? Komm schon. Komm schon. Alter. Diese Reichweite ist unnormal. Willst du kommen? Komm. Wieso fällst du nicht runter? Irgendwie traurig und der Bogenschütze ist weg. Na Gott sei Dank. Ich muss unbedingt irgendwie Leben bekommen und da ich nicht wieder sterben will, hilft es mir nicht. Ich muss das machen. Ich muss natürlich den maximalen benutzen.
Okay. Noch? Ach, ich muss natürlich wirklich darauf. Was ist hier? Wieso kann ich hier rauf? Dumm gefragt. Und wieso sind hier Blutflecken? Ist noch der andere. Der lässt mich in Ruhe. Hoffentlich. Nicht, dass irgendwann mal von hinten dann kommt. Das wäre nicht ganz so geil. Der Bogenschütze hinten. Naja, kann. Der soll mir meine Ruhe lassen. Oh, da links ist ja auch noch einer. Was macht der da? Du schaffst es ja nicht mal. What the fuck, Alter? Was sind das denn für Viecher? Die kommen. Was sind das für Viecher? Kann mir das mal irgendjemand sagen? Ich weiß noch nicht mal, was ich für eine Strategie bei denen hier benutzen soll. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach. Einfach. Ich. Das ist. Mir fällt schon kein Wort mehr ein. Ich sollte mir meine Seelen zurückholen und dann zum Leuchtfeuer. Aber das ist dann so deprimierend, wenn ich die Gegner töte und dann sie wieder da sind. Und das, obwohl ich es nicht will, dass sie da sind. Aber ich bin schon ziemlich weit gekommen. Okay. Die auch immer gleich zuschlagen, wenn ich. Drei Feuerpfeile, cool. Dass die immer gleich zuschlagen, wenn ich. Jetzt mache ich aber nicht denselben Fehler. Sie, der stirbt auf drei normalen Schlägen und wenn ich zwei noch. Nein! Oh, Glück gehabt. Ja, endlich. Brauche ja das Schild ja auch unbedingt, weil ohne Schild kommst du sowieso nicht durch. Das. Oh Gott, nein. Genau, bleib da. Bleib da hinten. Ich will nicht gegen dieses Viech kämpfen. Und du? Komm schon. Komm doch näher. Dich da oben muss ich gar nicht töten. Also ich will, dass der Bogenschütz weg, aber das sind unten drei. Oben steht einer hinten bei der Treppe. Innen weiß gar nicht, ob wie viele das sind oben. Aber ich glaube einer. Es wären dann insgesamt sechs Gegner und die will ich alle nicht bekämpfen, weil ich sonst mit Angst. Sonst muss ich. Den gehe ich halt mit. Dann runter. Dann schmeißt er. Dann kommt jetzt er hier. Dann weiche ich aus. Das kommt schon. So. Erste. Ja, die sind ein bisschen verbuggt auf die Treppe. Der Hund. Ich hätte den Hund doch schon. Das ist ein Resident Evil Hund. Resident Evil 3 oder. Also diesmal ist die andere auch mit Kindern. Also die Boss folgen. Die Boss, die Gegner folgen sich noch ein bisschen komisch. Und der hier auch. Ja. Ich hätte fast gesagt, wenn andersrum wäre, steckt euch nicht gleich die Kopf durch die Wand. Oder in den Sand oder was auch immer. Wenn die Mauer Sand wäre, dann hätte ich es gesagt. Und da steckt den Arsch nicht in den Sand. Oder so. Hier oben war aber nichts mehr. Okay, und aber da oben ist doch was auf dem Gebäude.
Ich lasse das jetzt mal. Ich will nicht unbedingt sterben. Da ist der noch. Da muss ich sowieso nicht drüber. Ach, jetzt kommen die wieder. Ich weiß nicht, wie ich da vorgehen soll bei denen. Ja, ich kann die finishen. Und ich kann die endlich am Boden schlagen. Aber das habe ich schon vorher mal herausgefunden. Und die werden da hinten. Nee, die will ich jetzt nicht. Nächster. Du komm her. Du komm her. Die kann ich tatsächlich nicht finishen, das ist der. Ja, gut, jetzt habe ich ein bisschen Leben. Ach, ich nehme das Sicherheit einfach. Komm, man sollte. Ich will nicht zu erheblich werden.